Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Formel 1 beim Großen Preis von Großbritannien. Hier in Silverstone werden wir das britische Wetter in vollen Zügen und aus vollen Gießkannen genießen können, denn es wird während des gesamten Rennens, zumindest laut Vorschau-Bildschirmen, regnen. Dann freuen wir uns mal darauf. Im Qualifying konnten wir im Trockenen den vierten Platz uns sichern und demnach hatte ich eigentlich auch ein bisschen auf ein Trockenrennen gehofft, aber mir war natürlich da schon klar, okay, es wird definitiv regnen, wenn das Spiel es so vorhersagt, dann ist es halt so. Aber die Pace hat da schon gepasst. Und hätte ich im dritten Sektor nicht ein paar kleinere Fehlerchen gemacht, dann wären wir hier definitiv nur hinter den beiden Mercedes gewesen und hätten uns da den dritten Platz gesichert. Aber wie dem auch sei, von P4 aus, da ist auch noch einiges möglich. Dafür bräuchten wir einen guten Start und ein gutes Rennen. Dann schauen wir mal, was da alles drin ist, denn mit einem weiteren Rennsieg, nachdem wir das letzte Rennen in Österreich gewonnen haben, könnten wir uns theoretisch, sollte Verstappen nur Achter werden und sollten einige andere Konstellationen zustande kommen, hier heute der schärfste Verfolger vom Weltmeisterschaftsführenden Valtteri Bottas werden. Lewis Hamilton ist im Moment hinter uns, zumindest was die Gesamtwertung angeht. Er hat sich allerdings hier die Pole Position gesichert als Lokalmatador. Und da muss man mal gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Gut, dann würde ich sagen, springen wir direkt doch mal zur Startaufstellung. Dort haben wir Lewis Hamilton auf der Pole vor Valtteri Bottas. Dahinter Daniel Ricciardo und wir 400stel hinter dem Australier. Anschließend haben wir Vettel vor Max Verstappen. Lance Stroll startet vor Kimi Räikkönen. Nur 2000stel trennen die beiden. Felipe Massa vor Fernando Alonso und außerhalb der Top 10 haben wir noch Ocon, Van Dorn, Perez vor Grosjean, dann Magnussen, unseren Teamkollegen Hülkenberg, Sainz und Gutierrez, Dani Kvyat vor Wehrlein und ganz hinten in der letzten Reihe haben wir Rio Haryanto sowie Markus Eriksson. Genau, der hat noch gefehlt. Gut, dann schauen wir mal, wie lange soll es denn hier überhaupt stark regnen? Ungefähr in der ersten Rennhälfte. Danach wird der nachlassen, der Regen. Dann würde ich sagen, können wir auf etwa minus 2 Runden Sprit gehen. Den Rest können wir irgendwie wegmanagen. Und versuchen wir jetzt mal, eventuell einen guten Start zu erwischen. So, zum Ferrari kann ich etwas sagen. Da auch mal vielen, vielen Dank an den Jonas, der die Mod zum einen erstellt hat, mit der wir fahren. Link wie immer in der Beschreibung. Und er aktualisiert sie auch immer wieder. Drei Fahrzeuge hat er jetzt bereits wieder fertiggestellt. Beim Force India sitzt er gerade dran, ist auch da kurz vor der Fertigstellung. Und es gibt auch ein Update, mit der die neuen Skins verfügbar sein sollen. Allerdings haben wir heute den Ferrari, der Haas und der Sauber-Skin, die funktionieren noch nicht wirklich bei mir. Da muss es noch einen kleinen Fix geben, aber auf jeden Fall sitzt er dran. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und der Ferrari sieht dem 2017er Modell schon recht ähnlich, hat aber noch so ein paar Stellen, wo man dran schrauben müsste. Aber es könnte auch sein, dass hier die Daten auch ein bisschen falsch beim Übertragen wurden. Wie gesagt, der Haas und der Sauber wurden noch gar nicht beim Übertragen. Ja, aber in Zukunft können wir uns freuen. Nach dem Force India, da könnte auch gern der Renault dran sein, denn den werden wir die meiste Zeit jetzt noch sehen und eventuell auch als WM-Auto. Wetterbericht. Der starke Regen wird eine Weile anhalten. Wir haben mindestens 20 Minuten starken Regen vor uns. Okay, mindestens 20 Minuten bedeutet für mich, dass es mehr als 10 Runden regnen dürfte. Also stark regnen dürfte. Das switcht dann in leichten Regen um, bedeutet, wir werden wahrscheinlich mehr als 10 Runden auch auf Heavyweights bleiben. War die Frage, wann man stoppt und ob man überhaupt stoppt für frische Wets, gilt es im Rennen zu beantworten erstmal. Ich möchte auch nicht mit 70% Reifen hier im Regen fahren, im strömenden Regen. So, ein bisschen die Reifen durchdrehen lassen, schön querstellen. Ab jetzt übernimmt die KI und wir können uns kurz noch zurücklehnen, ehe es hier in ein super krasses Abenteuer geht. Eine fette Wetterschlacht. Und wenn die letzten Fahrzeuge eintrudeln, können wir uns mal den Ferrari anschauen.
Ja, also da fehlt beim Front- und beim Heckspoiler noch das Weiße. Die Sponsoren wurden korrekt übernommen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass da ein bisschen was bei der Datenübertragung nicht korrekt war. Ich habe es auch mehrmals versucht, aber sowas kann durch einen kleinen Fix gemacht werden. Und er hat mir auch direkt geschrieben, dass er sich das nochmal anschaut. Kann auch sein, dass einfach mein PC spinnt. So, jetzt aber soll es um dieses Rennen hier gehen. Nicht um die 2017er Saison allgemein oder so. Nicht um Skins, sondern um vielleicht den zweiten Rennsieg in Folge. Schauen wir mal. Bottas kam hier unfassbar schlecht durch die erste Kurve. Kostete das gesamte Feld Zeit. Hamilton hat da jetzt sehr viel Platz, um sich auszutoben. Da kam ich zwar sehr viel schneller aus der Kurve raus, habe sogar den Traktionsverlust riskiert, aber noch hat es nicht zum Überholmanöver gereicht. Ich denke, wenn die Linie ein bisschen sauberer gefahren ist, nach 2-3 Runden passt das dann. Ich habe mich ein bisschen im Training probiert und auch so ist es eine Stelle... Da haben wir sogar im Trockenen, glaube ich, mal ein Überholmanöver gegen Daniel Ricciardo gewagt. Das war in der Mercedes-Saison noch. Im letzten Sektor die absolute Bestzeit, obwohl ich da zweimal zurückgesteckt habe. Und das hat funktioniert vom Überholen her. Sehr schön. Und Hamilton hat mittlerweile 2 Sekunden Vorsprung. Ah, das war zu weit innen. Es geht eindeutig besser, aber wir haben noch ein paar Runden Zeit. 25 ungefähr noch. Ich treibe das Auto hier sehr stark an die Grenze. Es kommt dadurch sehr oft quer, aber es ist notwendig, um Hamilton hier einzuholen. Der hat das klar bessere Fahrzeug. Da muss man was riskieren im Regen. Und das ist die schnellste Rennrunde. Oh je, Mini.
Da hat sich das Auto ein bisschen quergestellt. So, hier die leichten Quersteher beim Kurvenausgang, die sind nicht ganz so schlimm. Wenn man sie kalkuliert durchziehen kann, dann kann man hier durchaus auch mit denen flotter fahren als normal, wenn man permanent hier die Traktion halten will. Ist nicht ganz so gesund für die Reifen, aber für die Bestzeit auf jeden Fall. So, eine absolute Bestzeit im zweiten Sektor, wunderbar. Alles wieder wettgemacht. Sekunden der Abstand. Ich glaube, wir sind trotzdem näher gekommen. Trotz des großen Querstehers im ersten Sektor. Es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten, wie Bottas immer weiter zurückfällt. So, meine Stimme versagt auch schon ein bisschen, sehr gut. Man sieht, ich fahre hier auch schon ganz gerne im Regen mal mit Fett. Also man kann hier durchaus auch mit ein bisschen mehr Sprit noch fahren. Minus zwei Runden ist, denke ich, ein guter Balanceakt. Und jetzt sind wir dran am Mercedes. Und das ist die absolute Bestzeit. Sehr schön. 1:50:1, es geht noch schneller. Na komm schon, Lewis. Streng dich an, du willst dich doch nicht von einem Renault besiegen lassen beim Heim Grand Prix. Okay, im ersten Sektor schon 8 Zehntel im Delta, das ist heftig. Das fühlte sich fast schon zu einfach an. Mal schauen, ob er jetzt mithalten wird. Neuneinhalb Zehntel im Delta. Hamilton ist aber noch dran.
So, mal schauen, wie die Konkurrenz hier weiterfährt. Denn Lewis ist extrem flott. Der wird Druck machen, denke ich. Kevin Magnussen ist aus dem Rennen. Das war nicht ganz so gut jetzt. Valtteri Bottas könnte ein bisschen aufschließen, das möchte ich aber nicht, denn ich will schon, dass der WM-Führende hier bestenfalls Dritter wird. Wer weiß, wie es mit unseren WM-Chancen halt aussieht. Ui, und jetzt war ich im letzten Sektor extrem schnell. Beziehungsweise Lewis war da extrem langsam. Ich wechsle jetzt schon ganz sicher nicht auf Wets. Eine absolute Bestzeit im mittleren Sektor. Man merkt aber, die Spritmenge wird gar nicht mal so viel ausgeglichener. Lewis Hamilton kommt hier nicht ran. Der Abstand schon bei über 2 Sekunden zu ihm. Kann sich ganz schnell ändern. Ein Fehler oder irgendwo mal einen anderen Schnitzer drin haben und das war's. Dann ist er wieder dran. So ungefähr. Kann bitterböse ins Auge gehen. Da ist Raikkonen, glaube ich, 2014 oder 2015 abgeflogen. Ich glaube, es war 2014, als er gegen Massa geknallt ist. Ah, der zweite Sektor ist nicht gut. Der erste war es auch nicht. In der Addition 8 Zehntel langsamer.
Gut, jetzt fühlt sich das Auto ein bisschen unkomfortabel an. Übersteuert ganz gern mal, schwimmt ein bisschen auf. Prozent hinten. Wir kämen etwa 16 Runden durch mit dem ersten Satz. Boxenstopp muss definitiv sein. Die Frage ist, ob wir da direkt auf Inters wechseln könnten. Wetterbericht. Das Wetter sollte in 10 Minuten besser werden. Leichter Regen in 10 Minuten. Gut, wenn es jetzt in 5 Minuten, in 5 Runden umschlägt, das wäre absolut super. Na gut, das Ding ist aber, wir wissen nicht, wie lang die Strecke abtrocknen muss. Wir haben es ja schon in Österreich im Qualifying gesehen. Es kann gut und gern auch 15 bis 20 Minuten dauern, bis die Strecke dann ein bisschen trockener wird. Und eventuell müsste ich dann noch ein paar Runden auf Heavyweights fahren. Deswegen, falls Hamilton jetzt einen frischen Heavyweight-Aufsatz, Reifensatz nimmt, dann werde ich definitiv auch auf Heavyweights gehen, einfach nur um seine Strategie zu covern. Ich möchte da nicht riskieren, irgendwie bis 75% meine Reifen zu verbrauchen, nur um dann zu sehen, ups, jetzt musste an die Box fahren, aber es ist immer noch nicht trocken genug für Intermediates. Dann wäre es komplett umsonst gewesen, die Reifen bis 75% auszulasten. Und Hamilton hätte definitiv einen Riesenvorteil, während wenn wir ein bis zwei Runden zeitversetzt an die Box kommen, durchaus eine Chance haben, hier einfach vorne zu bleiben. Und ich vertraue auf unsere Pace. Ja, wir müssen nicht über die Strategie gewinnen, hier können wir definitiv über die Pace siegen. Auch wenn die bei Lewis jetzt ein bisschen besser ist, der ist wohl ein bisschen besser mit den Reifen umgegangen. Gut, im zweiten Sektor war ich jetzt wieder ein bisschen schneller. Wetterbericht. Der Regenguss wird noch 10 Minuten dauern. Wir gehen davon aus, dass das Wetter dann in leichten Regen umschlägt. Gut, man geht jetzt auch schon immer noch davon aus, dass es in 10 Minuten umschlägt. Das heißt, etwa in Runde 15. Ja, und bis Runde 18 halten die Reifen. Ich glaube, für Runde 13 war ein Boxenstopp angesagt. Würde Sinn ergeben, Rennhälfte und so. Wir kommen mal in Runde 11 oder 12 an die Box. Okay, im Moment kommt aber auch Bottas näher an Hamilton ran. Das sind zwar nur so ein paar Zehntel bis jetzt gewesen, aber es sieht schon interessant aus, hier die ganze Konstellation. Schön ist es natürlich aus unserer Sicht oder aus Sicht eines jeden, der um die WM gerade kämpft, außer halt für Bottas, dass Valtteri Bottas dann entweder eine Runde später reinkommen muss als Lewis Hamilton, wenn es zu einem Wetterumschwung geht, oder aber er kommt in derselben Runde rein und wird dann von Hamilton aufgehalten, der dann auch natürlich an die Box fährt, und das könnte Valtteri Bottas viele Sekunden kosten.
Aber ich möchte auch erstmal sehen, ob Hamilton überhaupt an die Box kommt oder ob er durchfährt. Deswegen werde ich, wenn schon, dann nach ihm an die Box fahren. Ja, man merkt das Umsetzen und so, das ist alles sehr viel wackeliger als noch vor einigen Runden. Wo die Ideallinie eigentlich immer sauberer werden sollte, auch wenn die Reifen immer weiter kaputt gehen, natürlich. Wetterbericht. Wir denken, dass der Regen in etwa 5 Minuten nachlässt. Leichter Regen in 5 Minuten. Oh je, Mine, jetzt ist Hamilton dran. Okay, jetzt kommt ein absolut hammermäßiger zweiter Sektor. 9 Zehntel schneller als Hamilton. Eine absolute Bestzeit, wunderbar. So, das ist jetzt die Zielrunde. Kommt er an die Box? Ja, er ist in der Box. Bottas fährt weiter. Gut, und ich glaube, zumindest der zweite Sektor war so schnell, dass ich mich jetzt ein bisschen in Sicherheit wiegen kann. Ein paar Informationen zu Bottas. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Und jetzt ist das Safety Car draußen. Und das wirft natürlich alles durcheinander. Fährt man hier jetzt wieder auf Heavyweights raus? Oder kommt man direkt für die Intermediates rein? Wetterbericht. Oh je, Mine, alle hinter uns werden jetzt durch das Safety Car profitieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Hamilton aussieht. Auf jeden Fall werden die Lücken wieder geschlossen. Das ist schon mal sehr interessant. Wetterbericht. Schwierig. Wirklich sehr schwierig.
Oh, und hinter mir ist da wirklich jemand sehr langsam unterwegs, glaube ich. Ist das Valtteri Bottas, der da sehr, sehr langsam unterwegs ist, weil dahinter sind Fahrzeuge. Ach, die dürfen... Ah, die haben eine komplette Geschwindigkeitsfreigabe an sich. Okay, gut. Das sind Fahrzeuge, die schon in ihrer schnellen Runde sind. Jetzt sag mir bitte nicht, dass darunter auch Verstappen und so sind. Oh nein. Das sind wahrscheinlich Leute, die noch nicht an der Box waren. Oder die schon an der Box waren, so rum. Und Pascal Wehrlein ist draußen. Nicht schon wieder ein Crash mit dem Safety Car. Bitte. Bitte, Spiel. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Bitte. Okay, gut. Was macht da das Safety Car? Ich kann Pascal Wehrlein da absolut keinen Vorwurf machen. Was macht das Safety Car da bitte? Ja, weird. So, ich wollte ungefähr auch das Delta noch einhalten. Aber es gibt Leute, die weiterfahren. Lewis Hamilton ist da, glaube ich, jetzt. Ja, und der hat durch die Safety-Car-Phase klar profitiert. Es ist schon... Es ist sehr, sehr bitter. Jetzt sind wir auf dem dritten Platz, vielleicht sogar auf dem vierten. Vettel kommt auch nochmal vorbei. Das Safety Car hat uns hart getroffen. Und auch Felipe Massa passiert uns noch. Von 1 auf 6 durch eine sehr ungünstige Safety Car Phase. Aber ist auch ein bisschen lächerlich. Ich glaube, für alle anderen hat die Geschwindigkeitsbegrenzung im Delta gar nicht mehr gegolten jetzt. Man hat ja gesehen, wie Wehrlein und der Toro Rosso dahinter, wie die am Safety Car vorbeipreschen wollten. P6, wir sind auf P6. Massa liegt vor dir. Sie fahren mit neuen Regenreifen. Der Abstand zum Hintermann beträgt 25,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Regenreifen. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Noch 12 Runden. Wetterbericht. Oh Leute, ich bin gerade so ein bisschen wütend wegen dieser vermaledeiten Safety Car Phase, aber da kommt ein bisschen mehr Action ins Rennen. So Leute, wir können schon wieder racen, auf geht's. Wobei jetzt muss Pascal Wehrleins Auto noch geborgen werden, weil das Safety Car so klug ist natürlich. Und auch Kimi Räikkönen ist vorbeigerutscht. Meine Güte, was war denn da los gerade in der Safety-Car-Phase? Es haben uns teilweise Fahrzeuge überholt, die über 10 Sekunden Rückstand hatten. Man muss sich das mal vorstellen. Bottas hatte 4 Sekunden Rückstand. Ich glaube, hinter Bottas war auch noch schon eine Riesenlücke. Bottas hat natürlich auch jetzt sehr, sehr stark Zeit verloren dadurch. So ein bisschen die Hinterreifen auf Temperatur bringen. Wetterbericht. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben.
Reifenstatus. Okay, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Reifenwechsel an die Box zu fahren. Nicht euer Ernst. Oh, die Idee mit den Intermediates war gut, aber... Hätte das nicht hingehauen, dann wäre ich der absolute Trottel hier im Let's Play. Deswegen bin ich auf Nummer sicher gegangen. Ey, wir kriegen die auch noch. Wir kriegen diese 5 vor uns. Bin ich mir absolut sicher. Frage ist, kommen wir schon in dieser Runde an die Box, oder... Lassen wir uns noch eine Runde Zeit. Reifenstatus. Gut, in der Box sind wir uns einig, dass jetzt ein Wechsel auf Slicks ansteht. Es wird zwar rutschig werden, aber wahrscheinlich auch schneller. Okay, das ist wieder absolut Potato. Kommt schon, Jungs. Hamilton fährt da vorne weg. Haltet euch mal ran, Mensch. Da konnte ich jetzt nicht schon so früh reinstechen, weil ich Angst hatte, Raikkonen vor die Nase zu ziehen.
Wie fährt Ricardo diese Kurve eigentlich? Der ist ja total lahm. Ich glaube, Ricardo ist der mit Abstand langsamste aus den Top 5 aktuell. Doof ist, ich kann mich ja nicht auf den Reifenstatus verlassen. Sie schlagen mir Slicks vor. Aha. Und Vettel, super stark verteidigt. Hier muss ich ihm lassen. Das ist ein sehr positiver Moment der KI gewesen. Endlich. Reifenstatus. Okay, bei der rutschigen Strecke könnte es zwar riskant sein, aber wir glauben, dass du auf Slicks hier zu schnell bist. Wenn du meinst, dass du sie sicher fahren kannst, sollten wir wechseln. Okay, irgendwas muss da definitiv verändert werden und Vettel kommt an die Box. Entweder er ist weiterhin auf Heavyweights gefahren, oder aber er fährt, also auf seinen alten Heavyweights, oder aber er fährt jetzt auf Intermediates wieder raus. Die Regenmenge scheint aber nicht so deutlich geringer zu werden, dass man hier auf Inters wechseln könnte. Mach's gut, mein Lieber. Ah, eine sehr weite Linie gefahren, aber glücklicherweise hat er mich da nicht abgeräumt. So, und jetzt ist die Jagd eröffnet nach P1 und Kimi Räikkönen attackiert da direkt den Ricardo. So, und ich muss ganz kurz ins Pausemenü gehen, da mir das Spiel diese Information nie mitteilen könnte. Sebastian Vettel fährt jetzt auf Heavyweights. Also, das, was ich angenommen hatte während der Safety-Car-Phase, dass die Inters mittlerweile die richtige Reifenwahl wären. Das war irgendwie sehr, sehr falsch kommuniziert vom Team, genauso wie, dass die Slicks jetzt schneller sind. Wir haben definitiv noch die richtigen Reifen drauf. So, Lewis, komm schon. Jetzt musste ich aber warm anziehen. Nicht, weil es so kalt ist und regnerisch, sondern ich hole dich jetzt. Vom ersten Boxenstopp habe ich nicht ganz ernst gemacht. Habe ich es zwischendurch ein bisschen schleifen lassen, aber jetzt, mein Lieber.
3,4 Sekunden. Wir kommen näher. Jetzt sind es auch gleich nur noch 5 Runden zu fahren. Das ist das Ding. Es war wieder mal eine super Strategie übrigens von Ferrari, Vettel nochmal an die Box zu holen oder so. Also, die verbauen ihrem WM-Kandidaten sehr viele Chancen. Wieder die Ferrari-Strategieabteilung. War nicht sauber. 3,2 Sekunden waren es zu Beginn der Runde. Jetzt mal gucken, wie sich der Abstand entwickelt. Absolute Bestzeit im zweiten Sektor. Es sind nicht mal mehr 2,5 Sekunden. Ich glaube, wir werden das Rennen auf Heavyweights zu Ende fahren. Der Boxenstopp war die richtige Entscheidung. Die Reifenwahl ebenfalls. Glaube ich zumindest jetzt mal. Ungefähr 9 Zehntel näher gekommen. Fahren wir fehlerfrei, ist es eine Sekunde. Ich muss dann aber auch vorne bleiben, wenn ich ihn überholen kann. Auch ein bisschen mit dem Sprit aushalten. Das ist nämlich sehr, sehr stressig für den Motor, was ich hier gerade mache. Ich habe einen hohen Spritverbrauch und das im Regen. Spricht so ein bisschen dafür, dass ich Safety First nicht unbedingt groß schreibe. Volles Risiko für den Sieg hier. In China habe ich dadurch mal 18 Punkte liegen lassen, aber hier passiert mir das nicht. Absolute Bestzeit. 3,5 Zehntel schneller als die vorige. Sind es nur noch 2,5 Runden gleich. Ja, schaut mal, das ist ein Duell auf einem ganz anderen Niveau als das, was die anderen fahren. Raikkonen ist jetzt schon wieder 6,2 Sekunden entfernt und der hat wohl auch frische Heavyweights. Also irgendwas muss da beim Safety Car ganz, ganz mies schiefgelaufen sein, weil eigentlich
gibt es dieses Delta, damit sowas nicht passiert, dass plötzlich der Führende komplett zurückfällt. Aber ist mir jetzt gerade egal, wir werden hier Hamilton trotzdem schlagen, behaupte ich jetzt mal. Wetterbericht. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Yes, Baby. Bis jetzt war Vettel der Einzige, der sich dagegen wehren konnte. Und das ist die Führung. Das ist die Führung anderthalb Runden vor Schluss. Und jetzt holen wir die 25 Punkte nach Hause. Auf geht's. Über 10 Sekunden der Abstand zu Raikkonen. Und das auch noch von Hamilton aus. Bei uns ist ja nochmal 4 Zehntel größer der Abstand. Dieses Rennen war eine klare Kampfansage an ja, alle hier. Vor allem auch an Bottas, der hier sehr viele Punkte verliert. Oder durch Safety Car verloren hat und der zu uns zumindest sehr viele Punkte verlieren wird. Aber ich glaube, zum Gesamtzweitplatzierten ist der Abstand trotzdem größer geworden. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich glaube, das war Verstappen mit 101. Ja, gelbe Flagge im letzten Sektor. Vor der letzten Runde. Das ist ein bisschen doof. Und der Abstand wird auch immer größer. Bloß keinen Fehler mehr machen und das Ding ist gegessen. Die Sache ist gegessen. Der zweite Sieg in Folge eingetütet. Viermal konnten wir dann schon vom Champagner genießen. Zweimal davon ganz oben. Wenn das Ergebnis so zustande kommt, wie es hier aktuell steht. Eine halbe Sekunde persönlich langsamer als in der schnellsten Runde, aber das ist alles kein Beinbruch. Am Ende sogar noch minimal Sprit gespart. Und es sieht so aus, als würden wir hier den großen Preis von Großbritannien gewinnen können. Und das ist es. 26 Runden. Ein Safety Car, das uns auf den 6. Platz zurückgeworfen hat. Und trotzdem kämpfen wir uns hier zurück. Und holen 25 Punkte mit nach Hause. Boah, das war ein cooles Rennen. Das war ein geiles Ding. Bis zum Schluss spannend geblieben. Irgendwann schloss Hamilton auf. Und dann
kam nochmal zusätzlich die Safety-Car-Phase. Das heißt, der Sieg war eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich sicher. Außer am Anfang irgendwann des ersten Stints, so gegen Mitte des ersten Stints. Und Valtteri Bottas ist immerhin noch Fünfter geworden. Ist auch okay. Wenn Ferrari Vettel nicht nochmal reingeholt hätte, wahrscheinlich gab es irgendein Problem oder so, dann hätte er hier definitiv nochmal 2 Punkte weniger geholt. Aber wir freuen uns erstmal über 25 weitere Punkte. Über 100 haben wir jetzt geschafft. Und ich glaube, wenn das Renault in der Realität schafft, dann können wir auch sehr zufrieden sein. Ja, ein Wahnsinns-Grand Prix. Eine Sekunde trennt uns am Ende von Lewis Hamilton, der hier auch eine recht gute Performance abgeliefert hat. Anders kann man es einfach nicht sagen. Er ist super gefahren. Valtteri Bottas war da zwischenzeitlich auf derselben Pace unterwegs, aber insgesamt hat da doch vieles gefehlt. Und am Ende hat ihn der Boxenstopp halt auch nochmal sehr, sehr viel Zeit gekostet, beziehungsweise das Safety Car und sehr viele Plätze. Der hätte hier definitiv den dritten Platz einfach so heimfahren können. Und ja, für viele kam es unglücklich. Wir haben unser Unglück in die Hand genommen, haben es zerquetscht und haben daraus ja 17 weitere Punkte im Vergleich zu dem geholt, was wir vom 6. Platz aus hätten erreichen können, punktemäßig. Ja, Leute, Ricardo überholt, Vettel überholt, Raikkonen überholt, wobei ich glaube, einer... Haben wir Vettel überholt? Ich glaube, der fuhr einfach so an die Box. Ricardo überholt, Raikkonen überholt und Lewis Hamilton überholt. Und Sebastian Vettel hat sich mit uns einen mega geilen, epischen Zweikampf geliefert. Schade für ihn, dass er da nochmal an die Box geordert werden musste und leider nur 12. wurde. Ich hätte es ihm echt gegönnt, dass er hier ja viel weiter vorne steht. Und Sergio Perez, der hier eine unfassbar tolle Zeit von 57 oder 54 Sekunden im Qualifying gefahren ist, im ersten oder zweiten, ist lediglich 10. geworden, obwohl er da über 30 Sekunden schneller war als alle anderen. Ocon hat ihn auch noch besiegt. So, ich schneide jetzt die Highlights raus. Wir sehen uns gleich wieder bei der Gesamtwertung. Das wird sehr interessant sein. Wir haben Max Verstappen zwar nicht überholt, aber schauen wir mal, wie das Ganze sich jetzt zusammensetzt. Denn insgesamt, ja, denke ich schon, dass wir da sehr viele Veränderungen sehen werden. Und wir sehen natürlich noch, was für Upgrades alle Teams für den nächsten großen Preis in Ungarn haben. Also, bis gleich. So, Leute, und damit sind wir hier in der Gesamtwertung. Der Punktestand sagt Folgendes. Wir sind 4. hinter Raikkonen und Max Verstappen. Viele Punkte trennen uns allerdings nicht von den beiden Piloten. 4 zu Verstappen und 2 zu Kimi. Darüber hinaus hat hinter uns Lewis Hamilton einen Schritt nach vorne gemacht um 2 Positionen. Sebastian Vettel, das haben wir schon thematisiert. Anscheinend hatte Ferrari allgemein eine 2-Stop-Strategie bei beiden Fahrern im Kopf. Raikkonen kam sehr, sehr früh rein und da hat es anscheinend gut funktioniert. Kam ja aufs Podium am Ende. Und ja, Valtteri Bottas verliert zu uns zumindest 15 Punkte. Aber im Gegensatz zu Verstappen hat er 2 Punkte mehr geholt. Und das bedeutet, dass er seinen Abstand irgendwie wieder ein bisschen vergrößert hat nach hinten hin. Und Daniel Ricciardo und Verstappen mussten ein paar Federn lassen in diesem Grand Prix. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Konstrukteurswertung. Dort sind wir recht komfortabel vor Williams. McLaren, Honda passiert Toro Rosso. Und ganz vorne, da kommt Ferrari tatsächlich näher ran jetzt an Red Bull. Und Mercedes ist jetzt auch nicht so dominant, wie sie es in der Realität waren in den letzten 3 Saisons. Sondern sie haben lediglich 62 Punkte Vorsprung. Ist immerhin eine Marke. Aber ich sag mal, mit 2 Rennen, in denen Ferrari oder Red Bull einen Doppelsieg einfahren und Mercedes eben ein bisschen schwächelt, so wie Bottas hier, da könnte es schon ein bisschen anders aussehen. So, 3 zusätzliche Punkte bekommen, wir waren allerdings schon bei der vollen Punktzahl. Und es gibt ein Vertragsereignis. Können wir das Team theoretisch wechseln? Jetzt bin ich mal gespannt. Wir könnten Zweitfahrer werden bei Toro Rosso, McLaren Honda und Force India. Ich werde keine dieser Optionen annehmen. Stattdessen, ich hatte ja mal überlegt, okay, Dave, wie machst du den Karriereverlauf? Fährst du eine Saison bei Renault, gehst dann zu Toro Rosso und dann zu Red Bull? Oder fährst du 2 Saisons bei Renault, machst Renault zum Weltmeister hoffentlich und gehst dann zu Red Bull nach 2 Saisons? Und ich glaube, ich werde das so machen, denn ganz ehrlich, der Toro Rosso
sieht so unfassbar geil aus, dass ich meine neue Karriere in F1 2017 höchstwahrscheinlich bei Toro Rosso beginnen werde. Es sei denn, sie werden eine Art Top-Team. Ich bleibe erster Fahrer bei Renault. Definitiv. Huh, der Kugelschreiber, was passiert denn da? Matrix. Oh, das war ja strange. Gut, ist nicht unbedingt so wichtig. Ist eben eine Textur, die man seltener im Spiel sieht. Mal sehen, liegt der Kuli da immer noch? Oh, Tatsache. Auf die Details geachtet, oder liegt er einfach immer? Ja, schade, dass jetzt nicht schon ein paar Punkte verteilt wurden für die Rivalität gegen Felipe. So, den Motor. Jetzt sind wir beim Punkt angelangt, wo die Teile teilweise schon über 1000 kosten. Bald werden sie bis zu 1500 noch kosten. Ich werde allerdings das Chassisgewicht reduzieren für 900 Punkte. Und damit haben wir schon fast die Hälfte der Upgrades, ne? Und das nach einer halben Saison. Gut, nicht ganz die Hälfte, aber sagen wir mal 40% etwa. Am Ende der Saison, gut, das steigt natürlich progressiv immer, wie viel die Upgrades kosten, aber zum Ende der Saison hin werden wir wahrscheinlich auch schon 60, 70 haben. Und dann am Ende fehlen uns ja nur noch ungefähr 30% oder so und die kriegen wir definitiv in der nächsten Saison fertig. Da lege ich mich drauf fest. Ist halt schon so ein bisschen schade, ne? Vor allem als Erstfahrer kriegst du dann so viel mehr Punkte. Die KI könnte ruhig auch ganz gut weiterentwickeln. Ich habe dann einen netten Kommentar gelesen unter meinem Ideen-Wünsche-Video, wo ich ja gesagt habe, okay, wenn man schon eine Karriere über 10 Saisons macht, dann sollte man bitte das Entwicklungssystem so machen, dass man 10 Saisons auch weiterentwickeln kann. Da hat jemand geschrieben, gut, aber der Karrieremodus soll ja auch zugänglich sein für Leute, die eben nicht 10 Saisons durchfahren wollen oder können. Und ja, einfach mal bisschen schneller zocken wollen. Und das ist definitiv ein nachvollziehbarer Punkt. Das ist auf jeden Fall auch korrekt. Und ja, es ist ein richtiger Punkt, aber ich bin der Meinung, da könnte man auch ein Mittelmaß finden, indem man sagt, okay, wir haben zum einen eine Karriere, die auf 3 Jahre ausgelegt ist oder auf 2 Jahre und da kannst du mit langsamen Teams sehr viel schneller aufholen. Wir haben eine Karriere, die auf 5 Saisons ausgelegt ist und eine, die auf 10 Saisons ausgelegt ist. Ich meine, in F1 Championship Edition oder 2006, 2005 war es ja, glaube ich, auch so. So, wir haben ja vorhin von Toro Rosso gesprochen. Die haben 3 Upgrades installiert, nämlich Abtrieb, Luftwiderstand und Motor. Das sind 3 richtig gute Upgrades. Und ich denke, mit Toro Rosso kann man beim nächsten Rennen schon mit einer bedeutend besseren Position rechnen. Die sind jetzt vor Force India und vor McLaren Honda und könnten sich jetzt quasi an die Silbernen hier wieder rächen, denn die sind ein bisschen vorbeigezogen und Force India könnten sie einholen. Das ist eine interessante Sache, schauen wir mal. Die 3 werden es auf jeden Fall nochmal sehr spannend machen. Den Kampf um P5, 6, ne? 6, ja. Ansonsten sind wir vorbei an Williams, was die Teamstärke angeht. Jetzt sind wir hinter Red Bull und können die bald auch wieder überholt haben. Ja. Innerhalb einer Saison das beste Auto auf die Beine stellen. Ich glaube, das wird es nicht ganz. Mercedes ist noch zu weit entfernt, aber es ist schon krass, was für eine Entwicklung man hier annimmt. Jetzt bleibt natürlich die Frage, okay, mal angenommen, wir sind jetzt in Singapur, da kann man die Entwicklung einstellen. Tun wir das? Man bekommt ja einen 25% Bonus auf alle angesammelten Punkte, die man in der Saison jetzt nicht verwendet hat. Aber ich kann ja theoretisch auch weiterentwickeln. Hoffen, dass wir super Ergebnisse einfahren, so wie heute den Sieg. Und dass wir da weitere Sponsoren-Boni bekommen. Und wenn wir da wieder 300, 400 Punkte oder so kriegen, gut, das wird wahrscheinlich aber nicht pro Rennen sein, aber mal angenommen, wir kriegen pro Rennen 800 Punkte oder so und darauf ein 25% Bonus, es wären 200. Wenn wir 4, 5 Mal den Bonus kriegen, dann würde es sich fast schon wieder rentieren. Und wir würden halt durchentwickeln können über die Saison gesehen. Aber mal gucken, wie wir das machen. Ich werde alles wahrscheinlich eher auf die nächste Saison auslegen. Und dann gucken wir nochmal, was in dieser Saison alles noch passiert. Es ist theoretisch noch alles drin. Die Fahrermeisterschaft ist auch noch möglich. 63 Punkte, das ist nicht viel. Und es kann eingeholt werden. Und wenn ich daran denke, dass ich hier theoretisch... Es ist interessant, diese Punkte zu sehen. Ich habe keine Ahnung, was die aussagen. Es ist auch absolut unnötig, dass es sie überhaupt gibt. Wenn ich mir das Ganze so anschaue, dann haben wir noch Super Grand Prix vor uns. Also da, wo wir auch gut abschneiden werden, denke ich mal.
Ungarn wird vielleicht nicht ganz so gut, es sei denn, es ist ein Regenrennen. Deutschland wird super, denke ich. Belgien dürfte super werden. Italien, Singapur, Malaysia, Japan. Das sind, glaube ich, Rennen, 6 Rennen, die sehr, sehr gut sein dürften. USA tendenziell eher nicht so. Mexiko, da sind wir wohl irgendwo bei einer guten Punkteposition unterwegs. Aber ich sehe uns da nicht die großen Teams attackieren. Interlagos wird super und Abu Dhabi, boah, geht so. Also gucken wir mal. Schauen wir mal. Wenn Bottas wirklich wieder Probleme haben sollte, dann sind wir da und dran mit dem Titel. Vielleicht, wer weiß. Also Leute, für heute war es das. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn dem so ist, gerne ein Däumchen nach oben dalassen und wir sehen uns beim nächsten Grand Prix wieder. Dann in Ungarn. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut.